Eine reine Arbeitersiedlung, die durch kleine Häuser und winzige Vorgärten geprägt ist. Der erste Bauabschnitt wurde nach Plänen von Hermann Jansen errichtet. Na, sag mal, Heinz, das müsste doch hier euer Ziegenort der Fahrt sein. Die sogenannte Borsig-Siedlung, na klar, bei euch ist das. Der Begriff wurde für die einzelnen Siedlungsteile angewendet, grenzt im Süden an die ehemaligen Flak-Kasernen von 1936-37 in der Ruppiner Chaussee 268, in der sich heute der Polizeiabschnitt 11, eine Feuerwehrschule, das Landeseinwohneramt sowie eine Einrichtung des offenen Strafvollzugs befinden. In den Gebäuden der Kaserne, die nach dem Krieg Centre Jeanne d'Arc hieß, befanden sich von 1945 bis 1952 Einrichtungen der französischen Alliierten.